Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Early Access-Titel. Den hatte ich mir schon vor Weihnachten besorgt und auch schon mal angespielt. Das Spiel heißt Tempest. Und ja, nachdem der World Ship Simulator ja sowas von langweilig war, habe ich gedacht, komm, nimmst du gerade nochmal was mit Schiffen. Diesmal ein bisschen klassischer. Es gibt hier auch eine Geschichte, die ist total banal. Wir haben unsere alte Schiffscrew verloren in einem Kampf mit irgendeinem komischen Ungeheuer. Und wir suchen die wieder zusammen. Wir, ja, das sind so Piraten oder Seefahrer, nenne ich es mal. Und wir suchen jetzt unsere Crew zusammen, die auf verschiedenen Inseln und an verschiedenen Häfen hier so rumhängen. Aber wozu das Ganze gut ist, das sehen wir dann gleich auch im Verlauf des Spieles. Ich will da auch gar nicht jetzt zu viel rumlabern. Wir fahren hier auf einer großen Karte. Ihr seht schon, hier ist Nebel, der berühmte Nebel des Krieges, wie er immer heißt. Und wir sollen als erstes hier hinfahren. Da sind wir sogar auch angekommen. Und da wartet auch Post auf uns. Und da ist unser alter Freund, der Old Rick, der wartet schon in der Taverne. Und das freut uns, denn jetzt können wir uns endlich mal hier alles angucken. Und ich glaube, ich gehe gerade mal in die Optionen. Ich kann das nie so richtig beurteilen, ob das zu laut ist für euch oder ob das in Ordnung ist. Nun, jedenfalls sind wir jetzt hier angelangt an einem Hafen. Das ganze Spiel ist mit so ein bisschen Fantasy-Elementen angehaucht. Also es gibt Artefakte und Ungeheuer, so viel weiß ich schon. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen Piratennest, da kann man nicht so viel machen. Ich zeige euch trotzdem mal, was geht. Hier das erste, das geht nicht, da könnten wir ein bisschen am Schiff rumschrauben. Das funktioniert nur in großen Häfen. Wir können hier nur ein bisschen die Optik verändern. Zum Beispiel hier die Aufbauten. Wir gucken jetzt einfach mal drüber hinweg, dass das Wasser durch das Schiff geht. Hier können wir noch ein Fähnchen nehmen, dann nehmen wir mal den Hörnerhelm. Ja, und mehr optische Sachen haben wir nicht, also können wir auch nicht mehr rumspielen. 1000 Gold haben wir noch in der Tasche, das ist nie verkehrt. Hier könnten wir Artefakte anbringen, ich weiß selbst noch nicht, wozu die gut sind. Ist jetzt aber auch erstmal nicht so wichtig. Das hier ist viel wichtiger, das ist unsere Crew. Die können wir auch trainieren, damit sie erfahrener wird. Und ich hoffe echt, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Naja, das werden wir sehen. Und hier, diese Plätze sind für besondere Mitglieder der Crew. Da kann man dann nochmal alles verbessern. Und da haben wir ja auch gerade einen getroffen, nämlich hier, ihn da, ein Bootsmann. Und dann können wir besser segeln und sind mehr verteidigt. Also nehmen wir den Kerl auch. Wir könnten jetzt noch jemanden anheuern, müssen wir aber nicht, denn wir haben ja hier volle Mannschaftsstärke. Ich trainiere jetzt auch mal keinen, das ist jetzt ja erstmal vollkommen egal. Hier können wir noch Sachen kaufen. Das können wir aber hier am Piratenort, da gibt es wahrscheinlich sowieso nichts, genau. Das gucke ich mir dann mal in einem großen Hafen an, denn ihr wollt ja bestimmt Action sehen. Ich schaue jetzt höchstens mal, wie es hier aussieht mit Kanonenkugeln. Hier gibt es Schrapnellgeschosse, solche Geschosse und die rostigen Kanonenkugeln, da kaufe ich mir mal ein paar von. Denn das musste ich schon feststellen, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. Und man sieht ohne Kanonenkugeln ein bisschen doof aus im Geschäft. Im Geschäft, würde ich sagen. Im Gefecht, nicht im Geschäft. So, jetzt haben wir uns ausgerüstet und jetzt können wir hier auch mal wieder ablegen, damit ihr jetzt auch mal ein bisschen seht, worum es hier eigentlich geht. Wie gesagt, es ist actionorientiert, also nehmt das bitte nicht allzu ernst, was hier so passiert. So, und als nächstes müssen wir zu den Inseln von Luisa und Amelia, um den nächsten Kameraden aufzuklauben, der da in der Gegend rumstehen soll. Und hier ist die Insel Amelia, da fahren wir jetzt auch mal hin und ich hoffe, dass wir jetzt auch unterbrochen werden. Und kaum spreche ich es aus, werden wir auch von Piraten angegangen. So habe ich mir das vorgestellt. Da gehen wir natürlich mitten ins Battle rein.
Können auch Autofight machen, habe ich noch nie gemacht. Oder versuchen zu entkommen. Wir wollen aber Action. Klasse Startposition. Und da haben wir dem gleich mal eine verpasst und er wird uns auch gleich eine verpassen. Machen wir eine schnelle Wende. Damit wir nämlich von der anderen Seite aus schießen können, denn die ist schon geladen. Wir fahren dabei nochmal gegen, das ist hier ein bisschen kompliziert. Denn es fehlt so ein bisschen die Übersicht. Aber egal, das ist jetzt hier sowieso nur so ein Anfängerkämpfchen. Nein, ich fahre dir jetzt nicht da rein, aber du mir. Dass der dann immer die Kamera umschaltet, ist übrigens auch ein sehr netter Gag und vor allen Dingen sehr praktisch für ja, Manövrieren. Und der schießt jetzt mal sonst wohin, das ist auch lustig. Aber wenigstens treffen wir gut. Das ist dann auch die Hauptsache und ich glaube, der braucht nur noch einen Schuss. Was machst du da? Ja, ramm mich doch. Ganz tolle Idee. Wie gesagt, das ist hier so ein Anfängergegner, vor dem muss ich jetzt nicht so viel Angst haben. So, und jetzt haben wir ihn auch niedergerungen. So funktionieren hier die Seeschlachten jetzt nicht unbedingt realistisch, aber wenigstens ein bisschen unterhaltsam. Wenngleich die ganze ja, Manövrierfähigkeit doch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Denn hier sind immer so blöde ja, Klippen und alles. Jetzt können wir noch ein bisschen was aufsammeln. Meistens gibt es Gold- und Kanonenkugeln, das habe ich schon festgestellt. Und von dem zweiten Kasper liegt da auch noch ein bisschen Zeug rum. Das sammeln wir auch mal auf. Komm, nimm. Da gab es jetzt nur ein bisschen Gold. Und ihr seht schon, das ist hier alles so ein bisschen unwirklich. Aber das muss wohl sein hier in dem Spiel. Wasser sieht ganz vernünftig aus. Vielleicht ein bisschen zu glatt, aber okay, Wasser ist ja auch immer so eine Gretchenfrage. Und dann können wir jetzt auch hier den Schauplatz des Gefechtes verlassen. Wir haben zwei Schiffe zerstört, 90 Kanonenkugeln verschossen und 2 XP bekommen. Und können dann jetzt weiter segeln. Denn wir wollen ja nach Amelia. Und da werden wir direkt schon wieder vom Piraten angegangen. Okay, das sind 3 Schiffe, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Da nehmen wir mal die Variante nach Hause und flüchten. Denn das waren 3 Schiffe und ein Fort. Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Schon wieder? Was haben wir diesmal? Oder sind das wieder dieselben? Das sind diesmal wohl nur 2 Schiffe und ein Fort. Das ist mir aber immer noch zu gefährlich. Genau. Sehr piratenverseucht hier. So, was haben wir diesmal? 2 Schiffe. Okay, mit 2 Schiffen könnten wir es aufnehmen. Okay, dann nehmen wir doch das vordere zuerst. Mach
machen dann immer schön ein Wendemanöver, damit wir auch mit den anderen, der anderen Seite der Kanonen schießen können. Und versuchen möglichst hier aus dem Zielvektor zu bleiben, den das Schiff hat. Das andere. Aber ich sehe schon, diese Schiffe hier, die halten ein bisschen mehr aus als die von vorhin. Bei solchen Kämpfen versuche ich dann immer, das eine Schiff vollkommen zu ignorieren. Denn gegen zwei gleichzeitig kämpfen ist einfach schwierig, denn wir kriegen hier schon von dem anderen ständig auf die Mütze. Und das muss irgendwie so auf Dauer nicht so bleiben, das mag ich nämlich nicht. Ich glaube, der eine möchte schon flüchten. Oder wendet er nochmal? Der andere hin. Ach, der ist da hinten. Okay, da kommen wir aber noch einmal in Schussweite. Bei den einen würde ich schon gerne mitnehmen. Wo schießt der eigentlich hin? Aber auch der kann mir gut aus dem Zielvektor rausfahren. Der hat es also auch ein bisschen drauf. Und ich habe keine Ahnung, wie er auf uns schießt. Oder wie der das macht. Wie der rückwärts schießen kann. Naja, wir kreuzen ihm jetzt einfach mal so ein bisschen hinterher. Der andere scheint ja nicht mitkommen zu wollen. Denn wir haben jetzt ganz schön viele Kanonenkugeln verbraucht. Wie trifft der denn bitte von da? Sehr spannend. Wir haben jetzt ganz schön viele Kanonenkugeln verbraucht und dafür möchte ich wenigstens auch ein bisschen Entschädigung kriegen. Ist mir schon wieder aus dem Vektor rausgefahren, aber immer nur so ganz knapp. Das ist ein Drecksack, wenn ich das mal so uncharmant sagen darf. Der andere ist schon gar nicht mehr zu sehen. Gut. Naja, solange ich hinter ihm fahre, kann er mich eigentlich nicht treffen. Also so nach meiner Logik. Aber irgendwie hat er was, womit er rückwärts schießen kann. Wahrscheinlich irgendeine besondere Bewaffnung. Jetzt habe ich ja langsam die Schnauze voll mit dir. So, der muss doch langsam mal ein bisschen Schaden kriegen. Ah. Das hat ihn also jetzt niedergemacht, das ist gut. Denn wenigstens können wir jetzt hier was aufsammeln. Toll, 31 von diesen Kugeln. Das ist jetzt nicht so die Waffe mit dem anderen, der ist noch vollkommen unbehelligt. Da will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Wir haben jetzt sogar auch einen Verwundeten. Super gelaufen. Aber wir haben den Hafen erreicht. Und leider ist der Jack nicht dort. Der ist nämlich auf einer anderen Insel. Das hätte ich auch vorher sagen können. Da ist er nämlich nie. Aber man muss das machen, um der Story zu folgen. Und er sagt jetzt, ich soll hier meine Leute trainieren. Der Verwundete, der hockt jetzt da unten, bis er wieder gesund ist. Aber das war jetzt mal so ein erster Eindruck. Es ist jetzt nicht wirklich ein Simulator. Sollte das jetzt nicht auch alles so ernst nehmen, was hier so passiert. Die Musik geht mir auch mit Dauer ziemlich auf den Zeiger. Ich glaube, ich werde die abschalten, wenn ich hier noch eine Aufnahme machen sollte. Hier kann man Kanonen kaufen, das ist hübsch, aber ich habe sowieso nicht genug Geld. Ich bin nämlich bettelarm. Und ja, ich denke, an der Stelle machen wir jetzt auch erstmal Schluss. Wir gucken mal, ob wir hier noch weiterspielen und was so passiert. Und ja, ich mache ja das Training. Jetzt hör mal auf, darum zu nölen. Und ich sage tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.